Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder zurück bei Benjo und Kazooie mit dem Bär und dem Vogel. Und wir gehen direkt mal rein hier in den Klenker und wollen mal gucken, was der Klenker so für uns bereithält. Ach, Herr Jemini, der Grunty-Schalter. Yay, komm Grunty-Schalter. Ach, guck mal, da kommen die fetten Augen raus. Jetzt ist er eine Chinesin. Chinesen haben nämlich auch immer so fette Augen. Die kommen immer so raus bei den Chinesen. So mal Lin vom Tischtennis. Sind so richtige Fischaugen, der Typ. So, komm jetzt mal her. Ja, ist gut. Das hier konnte ich noch nie, aber da haben wir. Puzzle. So. Und ich weiß gar nicht, da eben konnten wir, glaube ich, auch noch rausgehen, ne? Uiuiui. Boah. Nein. Nein. Nicht das. Boah. Boah. Nein. Fuck! Shit, Leute. Ich konnte das noch nie. Boah, ich konnte das noch nie. Ich konnte diese Scheiße mit den Schwimmreifen generell noch nie. Ich konnte die auch in Zelda noch nie. Ja, bei den Gebrüdern da im... ihr wisst schon, wo bei Majora's Mask da die Bieber-Brüder ihren Scheiß da, die Justin Biebers. Und hier, oh, Leute. Ich hasse das einfach, boah, ich hasse das so. Ich hasse das so abgrundtief. Vor allem, weil das auch im Benjo immer auf Zeit geht. Die Scheiße geht immer auf Zeit. Und ich weiß nicht, wo es ist. Ja, genau. Ja, natürlich. Da soll man dann da noch schnell hin. Und dann soll man dies noch machen. Und ja, danke schön. Danke. Dankeschön. Ja, ich weiß. Ich habe verkackt. Und jetzt komme ich da... Moment mal, jetzt komme ich da noch nicht mal... Ich komme da noch nicht... Wollte mir jetzt sagen, ich muss wieder... Ah, nee. Guck mal, da an der Seite gibt es auch noch Noten. Ah, ich kann jetzt also dann doch von hier aus anfangen, oder was? Aha. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt wieder erst ganz raus und dann wieder ganz von vorne anfangen. Okay, machen wir das doch nochmal. Mal gucken. So, jetzt ist bestimmt hier oben der, ne? Ja. Vielleicht habe ich ja... diesmal mehr Erfolg. So. Ah, jetzt der da unten. Boah, das könnte... Oh, das könnte Aua geben. Ne, gib es nicht. Nein, 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 du Fischkopf! Das gibt's nicht. Du Bärengefüllter. Das ist doch unfassbar schon wieder hier. Boah, Sven, Alter, du musst mir helfen. Ich komme nicht klar mit dem Scheißspiel. Ich schaffe es einfach nicht. Und jetzt, wenn der Dreck sagt mir jetzt die... Alter, nein. Nein! 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 Das gibt's doch gar nicht! Nein! WTF, Alter! Was für eine Scheiße! Was für eine Dreckskacke! Das ist doch schon wieder unglaublich! Wie kann man nur schon wieder so scheiße sein, wie ich gerade schon wieder war? So, jetzt aber, Leute, der guten Dinge braucht man bekanntlich drei. Ich mache euch auch eigentlich im Generellen immer gerne zwei. Aber hier sind die drei wohl ganz besonders wichtig. So, dann wollen wir doch mal einen Speedrun versuchen hinzulegen. So, pass mal auf. Jetzt zeige ich der Onkel TT euch mal, wie man hier professionell schwimmt. So, guck mal hier. Ganz professionell. So, und jetzt zeige ich euch, wie man den Fisch da unten nimmt. Komm her, Ring. Und... ja, alter Schwede. Mein Gott. Wie konnte man nur so dermaßen daneben sein, wie ich das schon wieder war. Ich habe da, glaube ich, irgendwie ein Talent für, so Sachen nicht zu schaffen, die einfach sind. So, komm, Benjo. Ich will sagen, du kommst da nicht hoch, oder was? Ja. Niha. So, sehr gut. Dankeschön, Benjo. Danke für das Niha. Und jetzt muss ich gucken, denn... hallo, nimmst du mal bitte die Unbesiegbarkeitsfeder mit? Dankeschön. So, passt mal auf, Leute. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Da gibt es noch ein paar Federn. Da oben geht's weiter, glaube ich. Aber er hat ja auch hier seine Ausgüsse. Und da möchte ich jetzt erstmal das hier mitnehmen. Ah, guck mal. Nein. Was ist denn hier jetzt? Soll das werden? Ist hier. Da unten. Boah, gute Tee. Gut, gut. Nimm den Bo. Jinjo! Jinjo!
Sauber, wir haben Jinjo gefunden. Okay, so, was ist jetzt hier? Hier kommen wir, glaube ich, raus, ne? Das ist nicht das, wo ich hin will, oder? Nee, ich glaube, da wollte ich nicht hin. Aber, Moment mal. Wir können mal ganz nebenbei, glaube ich, kurz... Ja, wir können seine Zähne kurz machen. So, wie ging das nochmal? Ja. Boah. Welch geile Perspektive. Puh. Na. Ja. Boah, Alter. Ey, ist doch unfassbar. Wie kann man nur so scheiße sein? Okay, wir warten wieder, bis er oben ist. Ja. So. Zahn Nummer 1 ist schon mal draußen. Und jetzt hat er nämlich noch einen zweiten Zahn, der sagt. Der ist nämlich ganz besonders zahnkrank hier, unser Klanker, die Punker. So, komm her. Boah. Fuck. Ja. Nein. Boah, du dreckiger Cheater. Ja! Auf dieser Seite ist es schon viel besser. Die Belohnung habe ich verschluckt. Ja, lass mich mal rein da. Kann man da jetzt nicht rein? Doch, kann man. Sauber! Yay! Dim, 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 dim. Nö, ha? So, wo sind wir denn jetzt? Dürfte ich das mal kurz... Ah, okay. Ich verstehe, glaube ich, wo wir sind. Ja, gut, dass er da so Kram drin hat. So, einmal bitte Noten mitnehmen, liebe Freunde. Eigentlich ist das Klanker-Level ja doch ganz, ganz in Ordnung. Keine Ahnung, ich habe den... Ah, Mumbo. Boah, Ikampokam. Mumbo-Schädel. Dann sind wir sogar genau an dem Zahn reingegangen. Moment, da müssen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal auf der anderen Seite reingehen. Haben wir jetzt hier alles? Außer den Mumbo-Schädel, den holen wir dann von der anderen Seite. Ich glaube, wir haben ansonsten alles. Alles klar. So, dann können wir jetzt hier schön getrost weiter. Boah, das war knapp, ne? Ich war schon alter. So, komm her. Ah, hier sind wir wieder. Hier sind wir wieder an dem Punkt. Alles klar. So, das heißt, ich kann doch jetzt auch einfach eigentlich da hinten wieder hochgehen, ne? Von da komme ich ja. Und auf der anderen Seite gab es, meine ich, ja auch noch was. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie man die goldenen Federn einsetzt. Konnte man ja irgendwie einsetzen. Okay. Da kommt man also nicht hoch. Dankeschön, Spiel. Vielen Dank. Moment, doch! Die Feder... Hä? Moment, Moment, Moment. Die Federplattform... Wo ist die Federplattform? Da ist die Federplattform. Doch, wir kommen da doch hoch. Aber irgendwie war da noch... Warte mal. Boah, Leute, das dauert jetzt hier wieder, bis ich das hinkriege. So, denn hier oben war da auch noch was. Ach, gut. Da kommt man also nicht mehr rein. Von da aus sind wir ja gekommen. Das heißt, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal hoch. Ja, komm jetzt. Kannst du mal fliegen? Dankeschön. So, da möchte ich nämlich gerne rein. Jetzt. Dankeschön. Und einmal reinfliegen, Kazooie. Du klein... Ah, das war die Kacke. Bottles! Ah, hier lerne ich den Move mit den goldenen Federn. Bottles, what's going on? Mit diesem Move schützen dich Kazooies Flügel wie ein Schutzschild. Cool. Macht mich das unverwundbar? Na klar. Halte den Trigger und drücke den rechten C-Knopf. Halte danach den Trigger gedrückt. Aber setze diesen Move langsam ein. Denn er kostet dich jedes Mal eine goldene Feder. Und von denen kannst du nur 10 tragen. Hier hast du 5 dieser wertvollen Federn. Ja, danke, Bottles. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ihr habt bereits alle 9 Moves dieser Welt erlernt. Danke. Yo, und bevor wir uns jetzt hier in das Getümmel stürzen, Leute, würde ich sagen, mach mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Banjo-Kazooie. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei bei dem bärigen Abenteuer. Und
Ich glaube, der Sven, der Smarty, ich glaube, ich bin nicht mehr ganz sicher, er hatte mir gesagt, er rennt hier ohne Federn durch, ne? Das wollen wir dann auch mal versuchen. Also, bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Tschüss.